Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Minecraft. Yeah. Mit Bierchen. Was? Nein, heute ohne. Also nochmal, Silvester. Silvester, ficken. Ja, was macht ihr? Wir machen Saufen. Standard. Was hast du da gemacht? Warte, lass mich überlegen. Warte mal, hier werden die gespawnt. Das oben drüber muss ganz weg sein, ganz gerade durch. Oder? Ja, wir bauen ein klein wenig Monster-Spawner weiter. Luca ist krank. Kann man das krank nennen? Ja, das der ist am Kotzen. Der ist am Abreiern. Dem geht's gut eigentlich. Der tut nur so. Der hat die letzten Nächte ein bisschen durchgesuchtet. Und das hat er nicht so ganz vertragen. Ja, es können andere 577? Besser. Alter, hängt das gerade. Was? 577? 577? Ja, die Abständen. Ach so, ja. Premium. Bist du runtergesprungen? Nein, ich bin runtergefallen beim Segeln. Alter, bei mir hängt das gerade richtig krass. Ich sollte vielleicht nicht rendern währenddessen. Könnte eine Lösung sein. 1, 2, 3, 4, 5. Da ist Nubel. Da. Sollen wir schon den Floor machen? Sollen wir den nicht einfach ausleuchten jetzt, damit wir jetzt schon mal drei Floors haben? Was? Wo? Ja, können wir machen. Dass wir jetzt den aber hier mal so weglassen und den jetzt gerade nicht weiterbauen. Den will ich schon noch draufzimmern hier, oder? Den sollen wir noch draufzimmern? Okay. Dann sagen wir das, können wir kein Monster zu... Dann haben wir dann vier Floors. Wow. Digga, links mal nach oben. Es ist noch sehr viel Platz. Nee, warte. Hier ist schon klasse, gerade die Scheiße falsch baust, ne? Warum? Weil der Abfluss 3 breit ist in der Mitte, nicht 2. Ich hab nichts gesagt. Hä, das stimmt doch hier so. Ja, stimmt so. Genau, was laberst du, ey? Bist hier voll der Schlingel. Weißt du, wie lange ich schon wach bin? Ein paar Stunden. Weißt, wie lange gestern um 11. Weißt du, wie lange ich schon schlafe? Ja, genau. Seit 19 lang. Jahren? Ungefähr, glaube ich, ne? Plus minus dreimal so viel. Spring! Shit. Spring! Okay, das klappt nicht. Low Forest. Lauf gegen Forest. Problem! Ja! Shit. Dankeschön, Rinne. Verdammt. Hoppa. Oh, ich hab mal was essen. Das geh ich gleich drauf. Kein Problem, ich behalte deine Rüstung. Damit du sie dir wieder zurückholen kannst. Was da unten, ne? Essen holen und so. Ich hab noch Kartoffeln, wenn du willst. Digga, ich will Fleisch. Kein Gemüse. Gebratene Kartoffeln. Ich ernähre mich gesund. Ach ja. Hast du schon einen neuen Hobbit gesehen? Oder willst du den zweiten Teil? Was für ein Teil? Den zweiten Teil von der Hobbit? Ich guck die mir nicht an, die sind mir irgendwie zu... Ich habe die Zeit dafür erstens nicht und die Motivation habe ich irgendwie auch nicht. Du hast die Zeit, um mit zwei anderen Mongos Minecraft zu zocken. Ja. Ich habe auch Zeit, Minecraft zu gucken. Je nachdem, ich hör's halber. Das ist ein geiles Hörspiel. Hey, große Frage. Wo haben wir zu essen? Ich dachte, in der Mitte oben.
Wo sind, ach, hier sind 60 Kartoffeln. Mitte oben, dachte ich. Ich bin einfach Mitte auf rechts. Auf der linken Seite halt. Oder Mitte rechts, irgendwie das sowas. Das ist Mitte unten. Ja, der Mitte unten, Alter. Weißt du, wie lange ich und Mitte gehe? Rechts geht gar nicht, das ist schon klar. Wenn wir nur zwei Reihen haben. Hä? Warte. Mitte rechts geht nicht. Jetzt bräuchte ich nämlich drei Reihen. Wir haben aber nur zwei. Von der Höhe her. Ach so. Joa, da komm, ey. Stell's dir halt vor. Boah, imaginäre Drohnen. Lass mal aufmachen. Ich sehe Diamanten. Ich sehe ganz viele Diamanten. Ja. Ich glaube, da würde Luca richtig einen harten kriegen. Was ist unser Diamant-Kitty? Diamonds are forever. Letztes Mal geguckt, wo es das Lied gibt, das Originallied, ne? Ja. Das ist so scheiße. Nein! Doch. Was? Warte, bring mir Steine mit. Bring mir Steine mit. Ich bin schon wieder hier, Depp. Das ist ein Mongo. Lauf selber. Bewegung ist. Danke, ich wäre voll drauf gegangen, ne? Ach, was, hast du Rüstung? Ja, aber ich hatte nicht Full Life. Warum hast du keinen Full Life, ey? Ist voll der Anfänger. Ich hab eben schon mal runtergefallen bin. Ah, oh, voll der falsche Eingang. Sieht sich schön aus hier. Ich finde unten sieht's cool aus. Nur die Redstone-Lampe geht gar nicht mehr, weil ich hab die kaputt gemacht. Die hast du kaputt gemacht? Ja, Lava. Ich hab ja oben Lava ausgekippt, weil ich so freundlich bin. Damals. Denk zurück, Biatch. Ey, wir haben bald keine Steine mehr, ne? You don't say. Wie viel hast du noch? Noch ein bisschen. Für den Floor reicht's hier noch. Ja, da habe ich auch noch genug dabei. Er könnte Luca wieder Cobblestone farmen. Ja, ja, eben. Soll der machen. Ich glaube, von Weitem sieht das ziemlich lustig aus. Du läufst in der Gegend rum und BAM! Steht da so ein Pimmel in der Gegend. Da leckt erstmal. Steht da so ein Pimmel in der Gegend. Richtig dicken. Hat da meinen Dödel hingepflanzt. Nein! Jetzt schon, dass wir gleich ein Problem haben, wir müssen noch nach unten bauen, ne? Wie meinst du nach unten? Achso, Wo ist Schnetzel werden die Viecher? Ja, da machen wir unten einen Auffangteil, das ist nicht schwer. Aber es muss halt Obsidian sein. Ja. Weil ich. Weißt du, was direkt unter unserem Turm drunter ist? Was? Das scheiß Treppenhaus. Nee, da ist noch genug Platz, wir haben noch 10 bis 20 Blöcke frei. Das Ding ist ja hoch genug, wir können ja Dinger gescheit und ergonomisch platzieren. Ergonomisch. Ja. Doch nicht ergonomisch. Pimmel ist ergonomisch. Welche ergonomische Schelle? Also ich glaube der ergonomisch geformten Handgriff. Shit. Alter. Minecraft-Book ist so hardcore einschläfernd. Dum, 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 dum. Ich hab's ja ausgemacht. Dum, dum, dum. Nee, die Nevermucke nicht. Weißt du, im Hintergrund höher? Die Motherfucker, die Motherfucker, die. Du benutzt ernsthaft Clean Stone. Ich habe einfach Stone rausgenommen, weil das der einzige ist, der noch übrig ist. Wir haben keinen normalen mehr. You know, that's the problem. Naja. Nein. Dragonforce sagt dir nichts, ne? Weißt du, ich bin so dekadent, dass ich Cleanstone benutzen kann dafür. Welcher Mongobot hält mit dem Ding nicht zu Ende? Ich hab nur angefangen, um rüberzukommen. Hat man gemerkt. Nein! Scheiße. Oh man. Ne, Dragonforce kennst du nicht, ne? Nee. Schade. Wegen? Ich hör mir gerade die 8-Bit-Version davon an.
Und das ist einfach, als ob dir einer ein als ob du Stromkabel lecken würdest. So in die Richtung. Ich schick dir nachher mal einen Link. Okay. Willst du, Ich ich schick dir jetzt hab einen mir Link? überlegt, ob ich ob ich Suicide schiebe oder irgendjemand anschreibe. Oder jemanden, ich habe ja eine Chill-Step-Gruppe. Ob Sag ich. bloß. Ja. Bin auch drin, du Depp. Eben, ob ich den anschreibe, ob ich da einen anschreibe, der Musik macht, ob uns die Musik, die er macht, zur Verfügung stellt für die Videos. Als Background-Musik? Ja, beispielsweise. Darf er halt nichts Hardcore-mäßiges unterwegs sein, weil sonst ist einfach. Nee, ist Chill Step. Ja. Und auch Chillstep hat Drops und so Zeug, das hörst du halt nicht dann beim Labern. Ja, das ist halt nur Hintergrund eben, aber das wäre halt schon okay eigentlich, finde ich. Müssen wir noch ein Intro ran schaffen, ne? Demnächst irgendwann mal, ein paar Jahren. 10 Abonnenten-Special. Ja, Digga, halt die Klappe. beim 15er Tschüss. gibt es das als Download, als Einzelversion. Ey, Digga. Was nicht jeder irgendwie machen könnte, ja? Das wären noch 3 Abonnenten, nur so. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Gott, hat sie das nur begangen. Diamonds are forever. Deine Mutter nicht. Nie wieder! Nie wieder Vodka, nie wieder Kopf im Klo, nie wieder Bier von Gotzerot. Nee, ich kenne einen anderen Spruch, das heißt nie wieder wichsen. Das sagt aber eine Puppe. What the fuck? Ja. Deine Gummipuppe zählt nicht. Nee, H3 kennst du nicht? Sagt mir gar nichts. Alter, Halloween Horror Hostel. Junge, musst du dir mal geben. Allgemeinbildung. Wer es nicht kennt, ist trotzdem Allgemeinbildung. Er muss die H3 mal geben. Das ist so ein Funny Movie von Pro7, aber ein richtig geiler. Also, der ist echt nicht schlecht. Ja, Digga, jetzt eben wegen Silvester, ne? Ja. Fett. Machen wir. Soll ich Hä? Tequila mitbringen? Ach so, ja. Ja, auf jeden Fall machen wir das. Die angesprochene Person, die Person, die wir meinen, die liest es ja jetzt eh nicht mehr, weil die Folgen, die kommen ja jetzt Wir kommen irgendwann Januar raus. Januar, früh Januar raus. Aber diese Person, Person stinkt. nein, tut sie Um wen nicht. geht's eigentlich? Ich dachte, du wolltest meine Freundin Ach so, ja. Teil da abfüllen. Einfach nur, damit sie voll ist. Und ich habe dem zugestimmt, weil ich es lustig finde. Okay. Also, Nikos Freundin, sollst du dieses Video irgendwann mal sehen? Es tut mir leid. Ich musste es tun. Du musst es tun. Und als es danach daraus resultiert, es ist nichts Persönliches. Hä? Keine Ahnung, Vorsorge, kennst du? Ah, okay. Man Ja, das weiß ja Gute nie. ist, Silvester ist halt noch nicht mal. Wir können jetzt den Scheißdreck sagen. Danach kommt nach Silvester irgendwas raus. Eben! Ich habe Lukas Mom Alter. geschwängert. Nee, habe ich nicht. Doch, hart eklig. Ich habe Julians Mom Hier kommt geschwängert. noch sowas raus wie Luca. Mit einer Ja, größeren ich wollte Nase. halt sowas verhindern. Stell mal Luca mit einer größeren Nase vor. Du bist so ein Mongo. Alter, wenn du richtig krass lachst, dann piepst du immer so. Ja, so zum Wenn ich Beispiel. Luft reinhol, wenn ich Luft reinhol, wenn ich Luft hol. Du, wenn du Luft reinrotzt, alles klar. Digga, langsam wird's warm hier am Teppich. Alter, wie gesagt. Also hier mal an die betreffende Person, falls sie diese Folge sieht. Mädel, Hi. ich liebe dein Weihnachtsgeschenk. Das ist das Beste ever. Hä? Da kann man schön reinlunden. Wen wollten wir jetzt nochmal abfüllen? Ja, deine Freundin. Ja, die hat dir aber kein Weihnachtsgeschenk gegeben. Ja, ich weiß. Ich meine ja auch andere Personen, die weiß schon, welche ich meine. Ach so, ja. Alle, die jetzt auf dem Schlauch stehen, seine Freundin. Nein, deine Mutter. Deine Mutter, seine Freundin. Hast nicht gerade irgendwie vorteilhaft oder so ist. Nee, nee. Ich triggert Leuchtest du aus? die Runde. Hier Was? ist.
ausgeleuchtet. Digga, ich muss wieder ein bisschen LOL zocken, fällt mir gerade so ein. Ja, hab ich letztens auch mal gemacht. Dann hab nachdem ich gestartet hab, hatte ich keinen Bock mehr drauf und hab Warframe gespielt. Ja, kein Problem. Ich hab so gestartet, bin ins Hauptmenü gekommen und hab mir gesagt, nee, eigentlich hab ich doch keinen Bock auf LOL. Nein. Ausgeleuchtet? Fuck. Nein. Gut, dann würde ich sagen, dass der Floor fertig ist. Jetzt ist ein Teil, den wir noch machen müssen, das ist halt lästig. Weißt du, der im oberen hier dürften hier keine Monster spawnen. Julian. Ja, was? Hier dürfen oben jetzt keine Monster spawnen. Es kommen Endermänner und so auch mit raus. Oder sollen wir da einfach drauf scheißen? Ja, komm, scheiß drauf. Ah, zack, Fackel weg. Julia, mach die Fackel weg, wir brauchen die nicht. Oder doch. Ja, sollen wir lassen oder nicht? Digga, jetzt entscheide ich mal. Ja, ich hatte dich auch gefragt, ob wir die lassen sollen. Aber nee, lass ein Shit drauf geben. Lass es so, wie es ist. Lass ein Shit drauf geben. Ja, bitches. Aua. Holst du Wasser? Wegen? Oh, ja. Weil die Viecher nicht freiwillig da runterlaufen. Pff, ich dachte, die laufen jetzt freiwillig da runter. Ich kann die Eimer runterwerfen. Werf sie wieder hoch an den Kopf. Also. Ja, ich mache hier einen Spawner hin dann. Okay, warte mal kurz. Ganz oben halt ein Wasserspawner, ne? So, ja. Ähnlich, wie viel, hast du Eimer dabei? Julian? Hab ich jemals Eimer dabei? Dann hast du jetzt zwei Eimer. Oh, it's magic. Komm hoch. Biatch. Ne, ich füll die erstmal mit Wasser, wäre eine Idee, oder? Nö, nö. Nö! Oh, gerade auch ins Wasser gekommen. Was? Ah, entweder bei Anker. Der klappt so ästhetisch. Wie ein Scheißhaufen. Kommst du jetzt mal? Was ist ästhetisch? Du nicht. Als Zombies slayen. Warum sind das Zombies? Weil Wasser unten ist. Also hier unten, wo ich gerade bin. Ich bin mir gerade im See. Jetzt Getränkeliste, Silvester. Alles. Nein. Ja, für Tequila, ne? Ah, ja. Das ist wie eine Shotgun. Kurz und schmerzlos. Mit viel Sauerei hinterher. Schmeckt halt trotzdem nicht, finde ich. Ja, und Zitrone schmeckt Tequila halt echt nicht. Ja. Weil du sollst Tequila und Zitrone. Nein. Du sollst grundsätzlich sehr wenig, weil es einfach kein Stück schmeckt, finde ich. Hier oben spawnen Creeper, du Mongo. Du sollst schon ausleuchten. Ja, wir sollten sollten das Licht eigentlich erst wegmachen, wenn wir damit fertig sind. Ne? Ich baue mal das Auffangbecken. Soll ich mal oben Wasserblenden, kommt gleich der Creeper runtergespült. Nein. Wieso werden die runtergespült? Entweder weil die hier oben stehen. Ich baue es auf vom Becken mal. Sei froh, dass ich Pfeil und Bogen dabei habe. Was halt nervt ist,
Julian, kannst du mal den Wasserstrahl, der da hochkommt, der da runterfällt, ne? Ja? Der muss weg. Sag bloß. Gehst du hoch und machst den weg? Ja, ich... Du kannst auch oben dann Wasser rein, Wasser nehmen, gell? Fuck. Aber dass der Rattenberg gerade runtergefallen ist. Eimer? Nee, wer ja runtergefallen ist. Ich. Ich sehe dich nicht. Ja. In die scheiß Rinne. Es tröpfelt gleich von oben. Ja, ich seh's. Mach unten mal eine Rinne rein, sonst läuft die ganze Scheiße unten voll. Ich hab schon... Nee, ich hab... Ja, unten sind ja, Schilder. Ah, ja, stimmt. Ich hab ja vorsorgeweise Schilder platziert. Werden wir gleich bemerken, ob es noch genug Schilder sind. Ja, ich hab unten eh schon zugebaut. Alter. Was hast du da oben hingestellt? Wieso? Weil da Wasser runterkommt. Sag bloß. Kipp gerade auch die Wassereimer aus in den Rinnen. Echt? Ja. Nee, weißt du, das Wasser kommt von sonst wo. Ah, dann stimmt was nicht. Dann haben wir was falsch gemacht. Wieso? Ja, das Wasser soll nicht runterkommen eigentlich. Ja, da ist was falsch. Das soll die nur runterschubsen. Vielleicht, weil es vorne 7 sein müsste und nicht hinten 7. Das könnte natürlich sein, ne? Okay, ja, dann isolier's Wasser einmal, dann fixen wir das gerade. Aber ich glaube, es sollten sogar 8 sein, nicht 7. Vielleicht vorher nachlesen. Ich habe Scheiß nachgelesen, ich habe auch geraten. Also das unterste Teil muss 8 dann sein. Ja. Ach, wie du willst, aber warte, bis Wasser weg ist. Ja, oder wir machen das, Schilder platzieren. Vorne? Können wir auch machen, Die Frage ist halt, wie das Wasser dann verläuft halt. Wir machen immer Schilder platzieren, so dass es passt eigentlich. Das ging ja auch, muss aber einen Arsch voll Schilder kurz holen. Ach, was, weißt du was? Ich hole einfach Schilder. Bauen scheiße fast auch, hätte ich gesagt. Holschilder. Ich hab unten den Eingang umgebaut, ne? Mach was du willst, Hauptsache es funktioniert. Shit. Ah, 2,5 Herzen. Falsche Seite rausgesprungen. Warte, du bist von ganz oben runter Ah ne, doch nicht, das überlebst du. Nein, ich bin von der falschen. Ich sollte was essen, ich verreck sonst. Wo wir gerade dabei sind, ich geh mal schnell oben das Ding zumachen. Ja. Ja, ich drauf gehe, verliere ich 25 Level. Ich hol 30, 40 Schilder. Mach das mal. Ich schwimme. Jetzt kann ich die Treppe nicht mal gescheit runterlaufen. Also du stirbst? Ja. Schwimm gelaufen. Wupp. Wie macht man Schilder nochmal? Dir ist schon bewusst, dass wir gleich nicht mehr hochkommen, ne? Dick und... ja, dann lass halt einen Wasserteil, das du halt durchlaufen, das ist einer von den Strömungen. Ich hab die alle oben zugebaut. Auch die du gesetzt hast? Jupp. Ja, mach eins auf halt. Fuck, ich muss Sichtweite hochregeln, ich sehe nicht bis zum Grund. Affenerstellung, Sichtweite, 9 Chunks, fertig. Ganz langsam zum Rand ansneaken. Sag mir, wo ist Wasser? Okay, da habe ich runtergejumpt, wäre so auf gut Glück, wäre kein Wasser gewesen. Da wäre nicht Wald gewesen. Tja, wäre ja kacke gewesen. Zack.
Hoffe, ich treffe jetzt nicht genau ein Seerosenblatt. Nein! Knapp daneben. Warte, ich brauch 3, 6, 6, 6, 2, 2, 8. Boah, Alter, Mathe, ey. 16 pro Stockwerk. Hübsch. Ich hab keinen Bock, das umzubauen. Die Motivation habe ich nicht. Übrigens kein Holz mehr. Wie Holzfarm. Bitte kein Creeper, bitte kein Creeper. Wer klatscht Redstone-Zeugs in die... und Hacken und so was? Ah ja, stimmt, Luca. Gibt halt extra eine Truhe dafür, aber schon okay. Obwohl, Teppiche waren dein Ding, ne? Jupp, Teppich war von mir. Ja, gut, dann hast du die aber in die falsche Truhe reingepackt. Von mir aus. Wenn's dich glücklich macht. Volle Kanne. Oh, ich guck mal nach den Hühnern kurz. Digga, mach, dass du herkommst. Ja, ja. Nimm mal eine Chillpille. Zack. Ich beeil mich schon. Erstmal 4,5 Stacks Eier herauspacken. Die Eierfarm ist mega praktisch. Hühnerfarm. So, Schild, Schild. Hä? Hab ich die weggelegt? Willst du mich verarschen? Wenn du so fragst. Fug? Hab ich die da reingeworfen? Alter. Brainfucked! Ja, hab ich. Und Stein auch. So, ich komm wieder hoch. Mach das. Na, pass auf. Ich hab's vor ein bisschen unter Wasser gesetzt. Vor was? Wenn du reinläufst, unten einfach Zombies. Okay. Kann ich mit klarkommen. Sollte echt mal so einen Aufgang machen, weil ich laufe immer um den Berg rum. Wenn ich hochgehe. Und so eine Leiter wäre halt schon geiler. Ja, voll viele Gugu-Sprünge hier. Nein, 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 ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Hab noch geschafft. Alter? Was? Fallen welche runter. Gut möglich. Alter, ich kann so nicht arbeiten. Ja, warte kurz mal, Wasser ist gleich weg.
Ganz weg? Moment kurz. Ah ja, nee, lass erstmal so. Du siehst aus wie ein Huhn. Sieht halt nicht so elegant aus. Das sieht doch eh kein Schwanz. Wer drin steht, ist eh verrückt. Aber das ist mir scheißegal. Die müssen da nur durchfallen. Wer in dem Schacht steht, ist eh verrückt. Kannst dir angucken, wie es aussieht. Bist du runtergesprungen? Nein. Okay, ich muss hoch. What the fuck, Digga? Dir ist schon bewusst, dass es reicht, wenn du einfach nur an die Kante ein Schild dran packst, ne? Du musst nicht alles voll spammen in der Mitte. Nee, die Mitte ist ja nicht, aber die sollen einfach nur da reinfallen. Die Schilder sind eh egal. Alter, es reicht, wenn du einfach nur Schild an die Kante dran klebst und hört Wasser da auf. In der Mitte geht's dann aber runter. Pack's mal nur. Normalerweise müsste es eigentlich gehen. Nee, in der Mitte geht's nämlich runter dann. Okay, na dann. Also guck mal, wenn ich jetzt Wasser hin. Ich kann nicht. Du hast auch kein Wasser dabei. Ich hab kein Wasser dabei. Okay. Kletter ich da mal eins höher. Merci. Also, das müsste eigentlich. Warte mal, blendet man nicht alles voll? Ich will was testen. Ja, ich mach kurz einmal das, was du gesagt hattest. Shit. Okay. Ah, dann mach ich da drüben das Wassermarsch. So, jetzt müsste es so stimmen. Ah, fuck it. Oder, lass mich nachdenken. Sollte eigentlich so stimmen. Ja, oder weg? Siehst du? Wäre für umbauen, ne? Sieht nicht ganz so beschissen aus. Ist eigentlich egal, wie es aussieht. Hauptsache, die kommen nicht durch. Achtung, Wasser ist weg. So. Ich würde sagen dann, erster Floor ist eröffnet und ich glaube, ich gehe jetzt auch gleich online, offline. Warte kurz mal, ich gehe noch schnell die anderen Floors Wasser bewässern. Anpissen. Okay. Ich mach die oberen mal an, ne? Nein, bitte nicht. Ich bin unten noch am Sachen blenden. Ja, die gehen ja nicht durch. Guck mal. Digga, ich muss hier im Strom hoch und runter schwimmen. Also, solange das Wasser in der Mitte an ist, geht das sowieso nicht. Nein, guck mal, weil ich hab den angemacht, meine ich, die Seite. Ach so. Kannst du ruhig mal helfen, dann schnapp dir ein paar Eimer und hilf mit, die Dinger zu befüllen. Ich mach gleich die unten. Mach du die Dinger, ich mach hier kurz die oberen frei, dann mach ich die Schilder vom unteren noch. Opa, dann klappt das. Und wer liegt wieder ganz unten? Du. Aua, Mongo, er schießt wieder weg. Skelett ist da. Jetzt nicht mehr. Hast du hier was versucht gehabt, oder? Boah, versucht, was? Nein. Ah, Mann! Drecks-Zombie. Shit. Erstmal XP eingesammelt, ganz unten. Ja, könnte von mir sein. Habe ich ein Ohr von Get Jinxed. Ja, an wie es Lied geht. Das ist das LOL-Lied da. Ja, ich weiß trotzdem nicht mehr, wie es geht.
Okay, unten kannst du die, können wir die Wasserströme auch jetzt anfangen. Oh, ganz kurz. Baut unten drunter gleich noch das Auffangbecken aus Obsidian. Mit dem Aufgang von unten aus dem Treppenhaus, dass wir reinkommen. Ich gehe jetzt aber offline gleich in den nächsten 2 Minuten. Bossi. Ja, voll der Kanne. Ich geh fett Schokolade essen. Ja. Und so weiter. Komm ich darüber? Alter, ich hol von unten was, das geht schneller. Come on, shoot faster. Just a little bit of energy. Na, na, na. La 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 la. Der Weihnachtsmann ist wieder da. Ja, ja. What the fuck, ich höre die schief. Du hörst was? Was geht bei dir schief? Ach, ich singe gerade tolle Lieder. Ja, das passt so. Du kannst sogar, der Wasserteil in der Mitte muss natürlich weg. Ja, doch bloß. Darf ich vielleicht mal komplett hochfliegen, hochschwimmen? Ich mach kurz was weg. Das muss weg. Also. Ja. Was los? Hm? Was los? Ich hab ein Fehlerchen gemacht. Na dann, machen wir wieder rückgängig. Was soll Tipp? Ja, ja, ich mach grad die Lampen weg, deswegen. Mal ein Lämpchen vergessen. Warte, aktivierst du die ganzen Dinger schon? Los? Ja. Du bist schon blöd, ne? Wir haben unten noch keinerlei Obsidian drin. Ja, du bauen wir einfach so ein Teil, dass die da einfach reinfallen. Und die Creeper explodieren nicht oder so, ne? Ne, die fallen ja. Ne, einfach nur irgendwo reinfallen. Und wie sollen wir bauen, du Vogel? Nein! Ah, Alter! Du machst jetzt, ganz oben haben wir nichts, gell? Okay. Okay, was muss ich mal sagen? Ich mach von außen jetzt kurz ein Teil. Ah, nächstes Mal. Leitern von außen nach oben. Warte kurz, ich mach was. So. Jetzt können wir in Ruhe ohne irgendwelche Störungen da auf dem Becken bauen. Alter, was war das denn? Warum geht's denn da auf? Hast du Wasser weggemacht? In der Mitte? Ja. Ja klar. Also von oben? Ja. Ja, ich hab grad jetzt, komm mal kurz raus. War kurz mal. Weil wir sollten uns jetzt einen Aufgang machen. Ich hab hier drüben ein Loch in die Wand reingeschlagen, kommen wir oben auf den Floor raus. Ganz oben? Nee, doch? Nein, ganz oben. Lauf einmal außen rum, dann siehst du mich, andere Richtung. In dem Tal, wo du ja das Lichtsensor drin hängt. Ah, zurück, zurück, bisschen zu weit. Jetzt noch ein Stück, schon nach oben. Ne, zurück, weiter, 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 nach vorne. Ja, jetzt nach oben. Ah, okay. Lässt du Wasser runter, oder? Ja, mach unten ein Loch.
Ja, so riesig muss jetzt auch nicht werden, ne? Ich bin mir nicht sicher, wie es da noch aussieht. Alter, das war knapp. Okay. Wenn du Pickaxes brauchst, ich hab noch 10 Stück. Jetzt war genau ein Loch drunter, da wo wir sind. Genau in die Ecke, dann kommt sich genau ein Strahl runter. Jupp, mach. Gleich. Alter, komm schon mal, verdammt, bist du schneller. Ist weg. Nicht zum Runterspringen irgendwie das auf das hier erweitern, dass wir es, Nö, das geht schnell so. Runtergleiten drin. Ne, ich meine, dann kannst du hier so reinspringen. Aua. Und guck dir nochmal kurz den Spawner an, da. Den Eingang, da ist Auffangbecken. Lass wieder hochkommen. Ne, du musst nicht hochgehen. Achso, ja, ich bin runtergefallen. Du bist Berg runtergefallen. So, ich würde sagen. Ich habe oben zugemacht. Okay. Und hier können wir dann einfach das Auffangbecken machen. Ich würde sagen, wir graben da, wir gucken, ob wir da jetzt noch so. Warte kurz mal. Fünf Blöcke tiefer kommen und danach können wir dann noch schnell was. Einen ergonomischen Eingang machen. Dann muss ich rauskommen. Ich weiß, wo ich rauskomme. Ja, ist doch genug Platz. Können das ruhig noch ein paar Schichten runter machen. Jo, geht easy, klar. Will ich gerade von unten noch einen Aufgang reinbauen, dass wir von unten ranlaufen können an das Ding. Aber anders, dann nicht direkt hier oben drauf, ne? Ne, ich mache im Ding hier, im Treppenhaus. In welche Richtung kannst du denn überhaupt jetzt wo weggehen? Also guck mal, in diese Richtung hier geht's nach unten. Hier ja. Geht's nach oben. So, ist genau in der Mitte von der Treppe? Ja, genau, ziemlich genau eigentlich. Okay, wo geht's nach oben? In diese Richtung. Da würde ich sagen, dass wir dann Leitern dahin machen, so. Ja, was ich gemacht hätte? Lass das Bauen mal kurz mein Problem sein. Ich baue dir das Ding rein. Ja, da muss halt Platz genug sein, dass wir halt dann auch das Auffangbecken gescheit machen können. Ja, ne, warte kurz. Auffangbecken muss ja nur so groß sein wie das Teil. Ich zimmer dir was hin. Ganz kurz? Ja. Julian? Ja? Guck mal. Wo bist du? Was ist damit? Jetzt werden wir hier. Wenn wir das, mit Ranken kommen wir da hoch dann, ne? Warte mal, wie groß ist das bitte schön? Hier ist die Mitte vom Loch, vom Auffangbecken. Ja. Was ist das da hinten? Ja, wir könnten das dann einfach, hier so machen, dass wir hier seitlich hochgehen können. Ne, Digga, warte mal. Überleg, ja. ich baue hier so eine Art Treppe rein. Warte, komm her, Shop, ich baue hier einen Gang rein. Mhm. Der da reingeht und dann mache ich da drin einen Aufgang nach oben, dass wir seitlich daran laufen. Okay. Ja gut, aber dann ist trotzdem Schluss für heute, weil ich gehe offline. Ja, mach das, ich baue das Ding noch schnell fertig hier. Ja, dann nimm du dann auf, okay? Okay. Dann haust du rein. Tschüsselinchen, guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Und jetzt geht's gleich weiter mit mir alleine. Eine Runde Single Let's Play.